Hallo? So, Matthias Zimmer, bitte. Bitte schneiden, bitte schneiden. So, wir sind heute zu Gast in Sulzbach. Und Sulzbach liegt wo? Für alle, die es nicht wissen, im Saarland. Ja, also das ist ein Vorort, würde ich sagen, von Saarbrücken. Kann man das so sagen, ja? Vielleicht zwischen Saarbrücken und Neunkirchen. Genau. Matthias Zimmer ist Ihr Name. Sie sind Elektromeister. Seit wann sind Sie Elektromeister? Seit 2001. Genau. Elektromeister wird man auch nicht einfach so. Man muss die Meisterprüfung ablegen. Und was weiß man denn mehr, wenn man Meister ist gegenüber einem Gesellen? Ich frage mal so doof. Naja, insbesondere wird man ausgebildet auch, was Kalkulieren und Ausbilden anbetrifft. Ja, also die Ausbildung von Lehrlingen, die ist nur mit Meisterbrief gestartet. Heute sagt man Azubi. Früher hat man das Ganze Lehrling genannt. Genau, Sie sind ein besonderer Elektromeister. Sie kümmern sich nämlich viel um Service. Sie werden öfter mal von Ihren Kunden gerufen, auch mal für kleine Wehwehchen, aber auch mal für große. Aber vielmals haben Sie viele Stammkunden, denen Sie helfen. Diesen Kundenkreis haben Sie sich über lange Zeit aufgebaut. Was sind so die Beweggründe, warum die Leute gerade Sie wählen? Ja, vielleicht auch die Erfahrung, Sie kennen mich und die wissen, können anrufen und ich komme raus. Was machen Sie so die ganze Woche über? Ja, also wenn ich nicht gerade hier Filme drehe, dann bin ich draußen beim Kunden, im Kundendienst oder aber auch bei Projektarbeiten. Genau, wir haben auch nicht gewusst, was wir für eine Deko wählen sollen. Was zeigt man beim Elektromeister, ja? Zeigt man da einen Stromzähler oder so irgendwas? Wir haben uns mal entschieden für Schraubendreher. Das sind jetzt Elektroschraubendreher, aber es ist so stellvertretend wie früher bei Robert Lemke. Ja, jetzt zeigen Sie mal was Ihrem Beruf entspricht. Aber der Schraubendreher ist tatsächlich das Werkzeug der Wahl im Moment. Also wird sehr oft benutzt, oder? Der Schraubendreher, jawohl, den braucht man sehr Täglich. oft, ja, natürlich, für Was den sind denn so Kundendienst. lustige Sachen, die Sie immer sehen, wo etwas vielleicht gebastelt wurde oder wo Sachen Ach. passieren? Mit Strom ist ja nicht zu spaßen, oder? Ja, also lustig würde ich das deswegen gar nicht nennen. Das ist dann vor allem äußerst kurios und oftmals auch gefährlich, was man so mitkriegt. Und Als Beispiel, was war? was haben wir schon alles gesehen? Er denkt. Er denkt. Vielleicht irgendwelche freiliegenden Leitungen schon mal gehabt, ja, Die haben wir sowieso oft genug. Also gerade in Altbauten, also es gibt wirklich Häuser, wo du dann denkst, dass da noch nichts passiert ist und dann hängen die Drähte auch von der Decke runter und wo man denkt, es ist noch nichts passiert hier, das ist schon ein Wunder dann. Also solche Dinge erlebt man schon. Ich war vor nicht allzu langer Zeit in Sulzbach im Haus. Da haben die Stadtwerke ihm auch schon gedroht, alles abzuschalten, weil die Kabel kreuz und quer durch die Wohnung lagen. Und was haben Sie gemacht in dem Fall? Ich sag mal. Erstmal ein Angebot unterbreitet, um die ganze Anlage zu erneuern. Und hat es gemacht? Ja. Sehr schön. Ja, ansonsten wär irgendwann der Strom aus gewesen. Aber was sind denn so typische kleine Fehler, wo Sie rauskommen? Ja, es Sprecher ist laufen typisch, und solche. ist typisch, wenn eine Sprechanlage nicht geht, ein Kurzschluss häufig, Sicherung fliegt, ich kann mir nicht helfen, kommen Sie bitte. Oder wenn es in der Wand so verdächtig knistert, ist das auch schon mal der Fall, dass man das hört? Hört man das? Das hört man mitunter auch und dann sucht man aber erstmal. Was ist denn, ich sag mal, Handwerker, Meister werden ja oft als teuer, sie haben hohe Stundensätze, sie haben 50 Euro, wir können es ja mal sagen, pro Stunde. Wie wird denn bei Ihnen abgerechnet? In welchem ist denn, wenn Sie 5 Minuten da sind, die eine ganze Stunde oder? Nein, da würde ich, ja, wenn ich 5 Minuten, also in 5 Minuten kriege ich meistens nichts erledigt. Ja. Aber wenn ich eine Viertelstunde da bin, dann rechne ich eine Viertelstunde ab. Okay, Und das ist das die Einheit, ist eine Viertelstunde. richtig, und dann mache ich viertelstundenweise. Okay, das sind dann in Euro 17,25. Okay. Ich habe es mal kurz im Kopf gerechnet. Oh, prima. Das heißt, Sie haben ein praktisches Montageteam, ein kleines. Sie kommen raus zum Kunden. Sie stellen die Fehler fest, beheben die Fehler und der Kunde kriegt anschließend eine Rechnung, korrekt? So, es ist zunächst mal kriegt er von uns einen Rapport, wo drin steht, was wir gemacht haben, nur damit keine Missverständnisse aufkommen. Falls es nochmal Fragen gibt, kann er mich dann noch anrufen. Und sofern da keine Rückfragen oder keine Reklamationen sind, was eigentlich auch nicht vorkommt, ergeht die Rechnung.
Was ist jetzt, wenn ich begabt bin, ich kann Leitungen selber verlegen, schließe die jetzt nicht an, mache also praktisch schon mal die Vorarbeit und lege die in die Wand rein. Ist das möglich, dass Sie sich das anschließend anschauen? Das ist möglich, auch das haben wir alle schon gemacht, auch das werde ich oft gefragt. Wenn ich die Schlitze selbst mache, können wir es so machen, ich mache die Schlitze oder ich verlege die Leitung und Sie schließen es an. Auch das haben wir schon gemacht. Geht das? Das ist also das ist kein Thema. Wir sind im Saarland und da gibt es genügend Knottler und Heimwerker. Okay. Und die können das auch. Die können schon sehr viel selbst, aber die wirklich wichtigen und schwierigen Dinge, die sollte man schon einem Fachmann überlassen. Allein schon deswegen, damit es anschließend eben nicht knistert. Und, aus dem Grund. Ich habe gehört, man muss auch eine Schraubklemme ziemlich fester anziehen oder so. Das wissen ja viele nicht. Wenn das nicht mit dem, ich sag mal, gewissen Maß an Kenntnissen ist, dann kann es schon mal sein, dass im Laufe der Zeit zum Beispiel auch Anschlüsse abbrennen oder irgendwas das passiert. Das ist denkbar. Also generell aber muss man sagen, von wegen immer fester anziehen. Wir sind in Deutschland und hat alles seine Nenndaten. Ja? Und so gibt es auch immer einen Nenndrehmoment. Und ja, den habe ich irgendwie schon. Ich darf mal zeigen, wenn Sie das nochmal einmal machen. Das ist die typische Handbewegung vom Lemke. Das sind jetzt wie viele Newtonmeter? Das waren jetzt ungefähr 2,5. Okay. Das geht dann so. Prima. Also, nochmal kurz zusammenfassen. Was machen Sie? Sie bauen Alarmanlagen, Sie machen Sprechanlagen. Sie machen allgemeine Elektrotechnik, Sicherungs-, also im Prinzip alles rundherum, korrekt? Im Grunde genommen alles, wo man Kupferdraht dran anschließen kann, sage ich immer. Genau. Und spezialisiert kann man sagen, Alarmanlagen, Sprechanlagen und Kundendienst. Okay, und das Video ist eigentlich dazu da, um Sie mal zu zeigen. Ein ganz netter Mann hier aus Sulzbach. Er ist der Matthias Zimmer, ist Elektromeister. Und wenn man Sie jetzt buchen will, man sagt den Herrn Zimmer, möchte ich gerne nach Hause zu mir haben, weil irgendwas knistert, was muss ich tun? Hörer in die Hand nehmen? Hörer in die Hand nehmen und dann vor allem wählen. 06897 4476. Sehr schön. Bitte noch einmal. 06897 4476. Oder googeln unter Elektro Sulzbach Zimmer, dann müsste man eigentlich sofort auch oder sehen. Unter zimmerelektro.de. Wunderbar. Ich danke vielmals für das nette Interview. Gerne.